herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Gute Nacht Österreich. Loreen aus Schweden hat beim Song Contest triumphiert. Missy May ist der neue Dancing Star, aber wir wissen immer noch nicht, wer die Castingshow der SPÖ gewonnen hat. Ist es Pamela Rendi-Wagner? Ist es Hans-Peter Doskozil oder doch Andreas Babler? Hier eine Entscheidung zu treffen, ist aber auch wirklich nicht leicht. Ich meine, fragen Sie mal den Ex-Kanzler Christian Kern. Was es jetzt braucht, ist die Lust auf Veränderung, die Lust am Gestalten. Andreas Babler hat reichlich davon mitbekommen und er hat das bewiesen. Ich bin davon überzeugt, dass der Hans-Peter der bestgeeignetste Kandidat ist, den wir aufstellen können. Pamela Rendi-Wagner ist tatsächlich die erste Wahl aus meiner Sicht. Am 10. Mai ist die SPÖ-Mitgliederbefragung zu Ende gegangen. Das Ergebnis gibt es aber erst am kommenden Montag. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich meine, das Durchschnittsalter der SPÖ-Mitglieder ist so hoch, dass viele jetzt seit Tagen zittern müssen, ob sie die Verkündigung des Resultats noch miterleben dürfen. Aber selbst bei der Auszählung der Stimmen gibt es jetzt Streit und Planlosigkeit. Gemeinsam haben die SPÖler derzeit wirklich nur den Weg von der Hakler-Partei zur Partei der Hakeln. Das ist umso erstaunlicher, als sich bis jetzt die wenigsten Menschen unter einer linken Chaostruppe die SPÖ vorgestellt haben. Der bisherige Leiter der Wahlkommission, Harry Kopit, der Pamela Rendi-Wagner als Parteivorsitzende halten wollte, hat aus, wie es heißt, gesundheitlichen Gründen sein Amt zurückgelegt. Nun hat Michaela Grubesa, die dem Doskozil-Lager zugerechnet wird, diese Funktion übernommen. Das passt wiederum dem Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ganz und gar nicht. Er verwehrt sich jetzt dagegen, dass ein USB-Stick mit einer Kopie der abgegebenen Stimmen von einem externen Informatiker überprüft werden soll. Für Deutsch eine grobe Verletzung des Wahlgeheimnisses. Mich machen solche Berichte wirklich fassungslos. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass die SPÖ mittlerweile so eine moderne Partei ist, dass sie einen USB-Stick besitzt. Und nebenbei verstehe ich natürlich nicht, warum Christian Deutsch derart verbissen um ein Ergebnis kämpft, das für ihn ohne dies nichts weiteres ist als ein Stimmungsbild. Fest steht jedenfalls, wenn die OSZE geahnt hätte, wie sich der Streit innerhalb der Roten entwickelt, hätte sie Wahlbeobachter nicht in die Türkei, sondern in die Löwestraße geschickt. Am Ende des Geldes ist noch immer so viel Monat übrig. Ja, dieser alte Spruch gewinnt leider immer mehr an Bedeutung. Die Inflation hat uns fest im Griff. Um den Preis von 3 Zucchini hat man vor einem Jahr noch eine Gucci-Handtasche bekommen. Lang können wir uns das nicht mehr leisten. Trotzdem hat es sich die Regierung geleistet, viel zu lange zuzuschauen. Mittlerweile sind die hohen Preise aber auch bei Vizekanzler Kogler und Sozialminister Rauch angekommen. An der Supermarktkasse beim Einkauf, da merken die Leute, das geht sich alles irgendwie nicht mehr aus. Aha, die Regierung merkt, dass die Leute was merken. Blitzkneißer. Und ja, es stimmt, für viele Menschen sind die Rabattmarkerl mittlerweile schon systemrelevant. Die Preise im Supermarkt sind so hoch, einige Kassiererinnen fragen beim Bezahlen nicht mehr nach der Jö-Bonuskarte, sondern nach einer Bankgarantie. Aber die Teuerung hat auch ihre Vorteile. Wenn man jetzt zum Beispiel durch einen Penny in Favoriten schlendert, fühlt man sich mittlerweile schon genauso wie beim Meindl am Graben. Ja? Nur, dass einen halt nicht 400 Käsesorten in der Nase kitzeln, sondern nur ein paar verschwitzte Hoodies, die vor einem in der Schlange stehen. Trotzdem müssen die Preise im Supermarkt wieder herunter. Und das sieht auch der Vizekanzler so. Aber bei den Lebensmitteln ist Folgendes nicht mehr hinzunehmen. Dass in Österreich für das völlig gleiche Produkt 10-20% mehr bezahlt wird von uns allen, vor allem von jenen, denen es eh schon eng geht, als in Deutschland. Die Konzerne müssen sich hier einmal erklären. Ja, und Werner Kogler muss den Konzernen erklären, warum er mehr Schachtelsätze verwendet, als es Schachteln in Supermarktlagern gibt. Dabei hat er inhaltlich ja völlig recht. Die Supermarktkonzerne haben als Grund für ihre Preiserhöhungen die gestiegenen Energiekosten angegeben. Die sollten aber schon bald keine Ausrede mehr sein, denn die Regierung will ab Juni dafür sorgen, dass die Energiepreise wieder hinuntergehen, notfalls auch mit Gewinnabschöpfungen. Ja, und wieso ist man da nicht früher drauf gekommen? Darüber hinaus will die Regierung einen Preisrechner anbieten, eine Lebensmitteltransparenzdatenbank, die den Vergleich erleichtern und die Konkurrenz unter den Anbietern erhöhen soll. Das ist eine super Idee, ne? Da muss man nicht mal mehr in den Supermarkt gehen, um zu sehen, was man sich alles nicht mehr leisten kann.
Aber wenn sämtliche Maßnahmen gegen die Preisexplosion auch nichts helfen sollten, dann ja, müsste in letzter Konsequenz die Supermärkte ihren Namen und ihre Slogans ändern. Aus Billa Plus wird so Billa Minus. Bei Spar kommt noch ein Nix dazu. Ja, und Lidl, so ehrlich muss man dann sein, lohnt sich nicht mehr. Als bei der Niederösterreich-Wahl Ende Jänner die ÖVP vor allem in jenen Bezirken massiv verloren hat, wo die meisten Impfgegner zu Hause sind, hatte Karl Nehammer wenige Tage später eine plötzliche Eingebung. Viele Begegnungen mit Menschen in den Bundesländern, mit Bürgerinnen und Bürgern haben mir gezeigt, dass diese 3 Jahre Pandemie Spuren hinterlassen haben, dass es Traumata gibt, die bearbeitet werden müssen und dass vor allem tiefe Gräben entstanden sind. Amen. Der Bundeskanzler wollte eine Kommission einrichten zur Aufarbeitung aller Corona-Vorgänge und Maßnahmen, dazu einen großen Versöhnungsprozess mit breitem öffentlichem Diskurs. Und er wollte eine große Versöhnungsrede halten. Also ursprünglich. Die Versöhnungsrede selbst kommt erst nach Ostern. Können Sie das sagen, was das ungefähr beinhalten wird? Also Ostern ist generell ein schönes Fest, weil es ein Zeichen für das Leben ist. Aber es geht überhaupt nicht um hier große Reden zu halten. Aha. Ja, und jetzt haben wir bald Pfingsten und von einer Corona-Versöhnungsrede ist noch immer nichts zu hören. Trotzdem hat die Regierung vor 2 Wochen stolz ihren Corona-Aufarbeitungsprozess präsentiert. Zwar plötzlich ohne Karl Nehammer, dafür umso entschiedener mit Kanzleramtsministerin Caroline Edtstadler. Nur, wie reagiert denn die Bevölkerung auf diese Pläne? Wäre das nicht schön, wenn jetzt viele Wochen nach dem Ende der Pandemie tatsächlich alle die Gräben wieder zuschütten wollten? Wir haben daher unsere Reporterin Kimberly Rydell ins Volk hinausgeschickt, um sich ein wenig umzuhören. Corona, 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 du bist jetzt für alles den Grund. Corona, 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 nur wenige machst du gesund. Grüß Gott. Hallo. Wir haben keine Zeit, aber was ist denn für ein Thema? Trauma von Pandemie und Versöhnung von der Regierung. Oh je. Und jetzt nach der Impfpflicht und der Maskenpflicht, finden Sie, soll es auch eine Versöhnungspflicht geben? Schwer zum Sagen. Oder zumindest die Versöhnungszahlen in der ZIP präsentieren? Nein. Corona-Wuttest. Ein Corona-Wuttest. Schnelles Ergebnis. Wie wütend sind Sie? Ich muss dir jetzt kurz mit diesem Ding ins Knack reinfahren, okay? Und du musst jetzt zusammenzwicken, so damit ich wirklich... Ja, genau. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Und eins, machen Sie mit. Zwei. Eins, zwei, drei. Auch du, bitteschön. Eins, zwei, drei. Perfekt. Ui, ah, das schaut nicht gut aus. Sie sind noch sehr wütend? Ja, schon. Sich bezüglich der Pandemie jetzt inzwischen? Wie fühlt sich das für Sie an? Ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt. Ja. Das ist ja alles nur eine Schundluderei. Hallo, hey, was hast du gestohlen? Gib's zurück! Ich habe 16 Tests daheim, alle negativ. Ja, was soll ich? Sind Sie auch froh, dass man jetzt nicht mehr so auf die Hände waschen muss? Ja, bin ich auch. Ja. Ja, wie wütend sind Sie auf Corona und auf die Regierung? Ich bin auf meinen Arsch gehen. Die Corona oder die Regierung? Ja, alles miteinander. Sie scheinen mir starke Symptome zu haben. Sicher. Ja. Na, nichts gegen, nichts. Die Corona-Wut. Ich glaube, Sie haben starke Symptome. So. Ja, genau. Und? Sie scheinen sehr starke Symptome zu haben. Für was? Für die Corona-Wut. Ja, das kann mir ja Blödsinn ist. Jetzt machen wir einmal kurz. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Jawohl. Hallo, Burschen. Yes, it's good. Grüß Gott, hallo. Schon wieder wissen von Favoriten. Ja, genau. Also, oder? Ich würde gern. Ja, das ist perfekt. Ich würde gern wissen, was Sie fühlen über die Corona-Pandemie jetzt im Nachhinein. Corona-Pandemie? Genau. Da würde ich Ihnen den Redeball geben. Und jetzt dann, hier sind Sie offiziell im Fernsehen. Und Sie haben alle Zeit der Welt, es ist eine wertfreie Zone, wann auch immer Sie bereit sind. Vor der Pandemie?
Ah, das war gar nichts. Das ist ja lächerlich. Die haben das alles nur aufputscht bis zum Gehtnimmer. Sicher sind Leute gestorben. Ja, die sterben bei einer Sommergrippe und Wintergrippe genauso. Und was finden Sie, müsste die Regierung machen, um es wieder gut zu machen? Na, ganz einfach. Das sind alle unnötig, unnötig auf der Welt. So schaut's aus. In viel, viel finsteren Zeiten muss ich für Freiheit streiten. Ja, liebe Regierung, die Therapie-Couch und die ganzen Notizblöcke, das können Sie alles abbestellen. Braucht man nicht. Österreich ist wie ein Seestern und heilt sich selbst. Danke trotzdem, nehmt es nicht persönlich. Nie, nie, nie. Auch nach der Pandemie hat sich unser Gesundheitssystem nicht erholt. Im Gegenteil, unsere Spitäler sind am Limit. Der Mangel beim Krankenhauspersonal wird immer akuter. Und stellvertretend für so viele sprechen wir jetzt mit einer betroffenen Pflegerin. Schönen guten Abend, Frau Hertha Leibenfrost. Und danke, dass Sie sich während Ihres Nachtdienstes die Zeit für uns genommen haben. Ja, wunderschönen guten Abend, Herr Klien. Ich habe aber eigentlich gar keinen Nachtdienst. Also um 18 Uhr hätte ich schon ausgehabt, aber ich kann ja nicht heimgehen, sonst waren die Patienten ja allein. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn ich meine ganzen Überstunden zusammenzähle, dann brauche ich eigentlich gar keinen Zeitausgleich mehr, sondern kann direkt in Pension gehen. Ist es also mit dem Personalmangel tatsächlich so schlimm? Herr Klien, die Lage ist dramatisch. Man möchte sich eigentlich am heutigen Fenstertag am liebsten aus dem Fenster stürzen. Schauen Sie, es fehlen im ganzen Land 2200 Pflegekräfte und es werden 700 Ärztinnen und Ärzte gesucht. Unter dem Aspekt kann man eigentlich nur hoffen, dass die Randy Wagner die Mitgliederbefragung verliert und bald bei uns mithüft. Naja, es ist ja wahr. Mittlerweile akzeptieren wir jeden Doktor, auch wenn er sein nur in Theaterwissenschaften oder Publizistik gemacht hat. Gut, dieser Personalmangel hat doch sicher auch Konsequenzen in der medizinischen Versorgung, oder? Ja, sicher. Schauen Sie, wir sind ja hinten und vorne nicht mehr zusammengekommen. Egal ob innere Medizin, Chirurgie, Neurologie, es war alles überfüllt. Der einzige Raum, der über Wochen lag gestanden ist, das war unser Pausenraum. Als Konsequenz sind daher in Österreich jetzt rund 2800 Betten gesperrt worden. Damit man sich das vorstellen kann, das sind rund 1000 mehr, als das gesamte Wiener AKH überhaupt Betten hat. Ja, es bleibt natürlich nicht ohne Konsequenzen in der medizinischen Versorgung. Die Rettung zum Beispiel braucht 10 Minuten, bis sie beim Patienten ist, aber danach 10 Stunden, bis ein Krankenhaus findet, das überhaupt noch ein freies Bett hat. Ich sag's Ihnen, wenn einer einen offenen Schienbeinbruch hat, naja, da wird der in der Ambulanz mit 2 Packe Met wieder heimgeschickt. Und es gibt Krankenhäuser, da behandelt die Blinddarmentzündungen mittlerweile der Portier mit dem Feuerlöscher. Es ist also offensichtlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Gesundheitsminister Johannes Rauch hat gesagt, ihm sei die Lage bekannt. Ja, es gibt mittlerweile nur noch einen einzigen Arzt in Österreich, bei dem das Gesundheitssystem funktioniert. Das ist der Bergdoktor. Aber gut, ich meine, der Rauch hat auch keine leichte Hocken. Weil, obwohl wir kleiner als Bayern sind, haben wir bitte 10 Krankenanstaltengesetze. Das heißt, in Sachen Krankenhäuser hat der Gesundheitsminister bei den Landeshauptleuten ungefähr so viel zum Mitreden, wie bei uns ein Patient bei der OP nach der Vollnarkose. Das sind aber trübe Aussichten. Man gibt es am Ende vielleicht irgendeinen kleinen Lichtblick? Ja, schon, Herr Klien. Die gestiegenen Mietpreise zum Beispiel. Weil die bekommen wir Pflegekräfte überhaupt nicht mehr zum Gespüren. Weil die meisten von uns nämlich mittlerweile schon im Krankenhaus wohnen. Ja, vielen Dank für diese Einblicke in den Spitalsalltag an Hertha Leibenfrost oder besser gesagt an Angelika Niedetzki. Wir wechseln ins Ausland. Zum ersten Mal in der Geschichte der Türkei kommt es bei der Präsidentenwahl zu einer Stichwahl. Das ist für Erdogan echt ärgerlich. Wofür kontrolliert man die Medienlandschaft, wenn man dann erst recht in eine Stichwahl muss? Eines muss man ihm aber nach 20 Jahren Herrschaft zugute halten. Es gibt immerhin noch Wahlen in der Türkei. Bei der Wahl am Sonntag ist also Recep Tayyip Erdogan auf 49,4% der Stimmen gekommen. Sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu auf 45%. In allen Umfragen ist Oppositionsführer Kılıçdaroğlu noch bei über 50% gelegen. Politexperten haben daher nicht mit einem derart guten Ergebnis für Erdogan gerechnet.
Also er hat besser abgeschnitten, als alle gedacht haben. Und auch die Wirtschaftskrise und auch andere Krisen, für die er verantwortlich ist, in die er die Türkei hineingeführt haben, haben nicht den Überraschungseffekt für die Opposition herbeiführen können. Besser als alle gedacht haben, sagt man so vielleicht zu Wahlmanipulation. Erdogan geht jetzt als Favorit in die Stichwahl. In Österreich würde er eine solche übrigens gar nicht mehr brauchen. Bei uns hat der türkische Präsident haushoch gewonnen. Insgesamt leben 111.000 wahlberechtigte Türken in Österreich. Mehr als die Hälfte davon ist auch zur Wahl gegangen und haben mit 72% für Erdogan gestimmt. Ja, das ist ungefähr so, als würden freilaufende Hühner für die Käfighaltung votieren. Aber es stimmt, über 70% der Austro-Türken haben einen autoritären Führer gewählt. Ja, und da soll noch einmal einer sagen, die hätten sich nicht gut integriert. Sie werden lachen, es wird ernst. Und zwar für meine Urlaubsplanung. Ja, bald geht Gute Nacht Österreich in die wohlverdiente Sommerpause. Und wenn Sie jetzt nichts dagegen haben, würde ich die Zeit gern nutzen und schnell meinen Flug nach Griechenland buchen. Ja, ja, nur bitte einen kurzen Moment. Ich fülle das nur geschwind fertig aus. Und dann heißt es für mich bald schon, ich trinke Uso, was machst du so? So, und fertig. Aber gut, was ist das? Wählen Sie Ihr Paket zum CO2-Ausgleich? Oh, ja, heißt das, ich kann gegen einen kleinen Aufpreis klimaschonend fliegen? Schaut zumindest so aus. Ne? CO2-Kompensation oder nachhaltiger Kraftstoff. Klingt doch super. Der Klimawandel betrifft uns alle. Und gerade weil Passagierzahlen weltweit immer weiter steigen, müssen Airlines sich der Verantwortung stellen. Absolut. Und ja, der Flugverkehr verursacht ganz schön viele Treibhausgase. Rund 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes gehen auf Flugzeuge zurück. Der Gesamteffekt auf die Erderwärmung beträgt sogar 3,5%. Das liegt unter anderem an den Kondensstreifen. Sie wissen schon, diese weißen Chemtrails am Himmel, die von den Illuminati in Kooperation mit den Mainstream-Medien versprüht werden, um uns alle über die Atemluft gegen Corona zu chippen. Wirklichkeit und Fiktion liegen oft nah beieinander. Was glauben Sie? Habe ich Ihnen die Wahrheit erzählt oder ist die Geschichte frei erfunden? Nicht ganz frei erfunden ist die Geschichte vom nachhaltigen Flugkraftstoff, den man einfach so in den Tank dazu buchen kann. Er wird aus Biomasse oder Abfällen hergestellt, gibt dabei aber nur zwei große Probleme. Erstens ist dieser Kraftstoff bei weitem nicht ausreichend verfügbar und macht aktuell nicht einmal 0,1% des Kerosinbedarfs in der EU aus. Das entspricht ungefähr den Zinsen auf Ihrem Konto. Also echt lächerlich wenig. Ne? Zweitens sind solche Kraftstoffe auch nicht wirklich nachhaltig, weil sie häufig mit der Abholzung von Wäldern einhergehen. Daneben gibt es noch die sagenumwobenen E-Fuels, die Karl Nehammer ja am liebsten saufen würde. Diese Technologie ist aber längst nicht ausgereift und noch keine ernstzunehmende Option für den Flugverkehr. Also bringen weder nachhaltige Kraftstoffe noch E-Fuels wirklich was fürs Klima. Aber ich kann ja stattdessen das CO2 kompensieren. Aber was genau bedeutet das? Firmen kaufen sogenannte CO2-Zertifikate, um die Emissionen auszugleichen, die sie verursachen. Diese Zertifikate kaufen sie bei privaten Unternehmen, die in der Folge Umwelt- und Klimaschutzprojekte umsetzen. Klingt großartig. Der weltweit größte Anbieter auf diesem Gebiet ist Verra. Nein, das ist Verra. Das ist die weltweit größte Anbieterin von Talkshows, in denen Wolfgang Sobotka Cello spielen darf. Bravo, ne? Ja, der Mann fürs Grobe ist ein Feingeist. Ich meine trotzdem Verra. Mit Doppel-R, ja, ein Unternehmen mit Sitz in Washington. Viele namhafte Fluglinien, wie zum Beispiel die AUA, Lufthansa, British Airways, Wizz Air, Ryanair, KLM oder EasyJet, kaufen solche Zertifikate bei Verra oder vergleichbaren Anbietern. Und Verra kompensiert das CO2 zum größten Teil durch Waldschutzprojekte.
Da bekommt das Wort Holzklasse eine ganz neue Bedeutung. Ich zahle also ein paar Euro mehr für meinen Flug, damit die Fluglinie wiederum einen privaten Anbieter dafür bezahlt, als Ausgleich für die eigenen Emissionen das Klima zu schützen? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Na, was glauben Sie? Ist das die Wahrheit oder doch nur eine geschickte Lüge? Gute Frage. Firmen wie Verra pflanzen auf jeden Fall meist keinen neuen Wald, wie man vielleicht glauben könnte. Verra versichert nur, dass irgendwo auf der Welt eine gewisse Fläche an Urwald erhalten wird. So auch in diesem Werbevideo. Als erstes wird ein Waldgebiet ausgewählt. Durch den Abgleich mit historischen Daten wird die erwartete Abholzung errechnet. Die Differenz zwischen der erwarteten und tatsächlichen Abholzung ergibt die CO2-Reduktion des Projekts. Klingt super. Bei dem Konzept gibt es halt leider drei wesentliche Probleme, wie eine große gemeinsame Recherche vom Guardian und der Zeit ergeben hat. Erstens ist häufig nicht belegbar, dass ein geschützter Wald tatsächlich von der Abholzung bedroht wird. Ja, oft wird also Wald geschützt, der auch ohne CO2-Zertifikate noch stehen würde. Zweitens hapert es bei dieser Form der CO2-Kompensation generell ein bisschen mit der Logik. Ein Wald, der quasi nicht gerodet wird, speichert nicht mehr oder weniger CO2 als vorher. Also das ist etwas rein Fiktives quasi. Ja, das Flugzeug stößt ja auch nicht weniger Abgase aus, weil irgendwo auf der Welt ein Wald nicht gerodet wird. Von einer wirklichen Kompensation könnte man also nur sprechen, wenn nicht die Kundschaft der Fluglinien gepflanzt wird, sondern neuer Wald. Eigentlich logisch. Das dritte Problem ist die Berechnung. Die Menge des eingesparten CO2 variiert bei verschiedenen Waldflächen sehr stark und wird meist schwer übertrieben. Etwa indem einfach die CO2-Bindung eines Baums gleich über 100 Jahre herangezogen wird. Laut den Recherchen könnten durch diese Faktoren mehr als 90% der Waldzertifikate von Verra wertlos sein. Ja, das umweltschonendste an den Zertifikaten ist wohl das Recyclingpapier, auf dem sie gedruckt sind. Obwohl dieses Kompensationsmodell also sehr zweifelhaft ist, wird es immer beliebter. Also es ist ein Markt, der boomt. Wir waren auch tatsächlich überrascht während der Recherche, weil tausende Unternehmen weltweit mit diesen Zertifikaten ihren Ausstoß kompensieren. Der Handel mit freiwilligen CO2-Zertifikaten unterliegt eben keinen staatlichen Regeln. Der sogenannte Verified Carbon Standard, also der wichtigste internationale Standard für CO2-Zertifikate, ist nicht von NGOs oder staatlichen Institutionen definiert worden, sondern einfach von Verra selbst. Einer Firma, die 2007 von namhaften Industrievertretern gegründet worden ist, die sich so einfach ihr eigenes System geschaffen haben, um in den unterschiedlichsten Branchen Greenwashing zu betreiben. Verra widerspricht natürlich diesen Vorwürfen und den Rechercheergebnissen. Der Geschäftsführer meint, Zitat, dass hier Äpfel mit Orangen verglichen werden. Tja, da müssen alle Liebhaber von korrekten Sprichwörtern in die saure Birne beißen. Interessant ist jedenfalls, dass Verra zwar jede Kritik an den Zertifikaten zurückweist, aber gleichzeitig ankündigt, neue Berechnungsmethoden für ihre Waldschutzzertifikate einzuführen. Auch sehr konsequent. Ja, ich werde also jetzt weder die CO2-Kompensation noch das nachhaltige Kraftstoffpaket auswählen. Denn jetzt weiß ich eines. Die Geschichte vom nachhaltigen Fliegen und der CO2-Kompensation war leider ein Märchen. Na, habe ich sie wieder mal hinters Licht geführt? Ja, aber was kann ich jetzt machen, um mit reinem Gewissen zu fliegen? Ne? Vielleicht selber ein Gute-Nacht-Österreich-Klimazertifikat einführen? Ich habe schon auch einen Baum hier beim Studio geschützt. Ja? Und versichere Ihnen, dass dieser Baum als Ausgleich für meine Emissionen nicht von mir gefällt werden wird. Aber ich glaube, Sie merken es jetzt auch. Ne? Das ist einfach lächerlich. Es bleibt nur weniger zu fliegen. Obwohl, also einmal im Jahr ist erlaubt. Griechenland, ich komme. Juhu, bald heißt es wirklich, ich bin ein Wiener und trinke Rezina.
Das war's auch schon wieder für diese Woche. Freuen Sie sich mit mir bereits auf nächsten Freitag. Da startet unsere Sendung nämlich schon um 21.10 Uhr. Beim großen Gute Nacht Österreich Saisonfinale werden nicht nur tolle Gäste dabei sein. Ich vergebe zum ersten Mal in verschiedenen Kategorien den brandneuen Satirepreis Gute Nacht Topf an Politiker und Politikerinnen für Leistungen, die genau deswegen ausgezeichnet werden, weil sie alles andere als ausgezeichnet waren. Denn gewisse Umstände in unserem Land muss man einfach besonders würdigen. Da reicht es eben nicht mehr, nur zu sagen, gute Nacht, Österreich.